Hallo, heute bin ich mit einer Testversion. Und ja, ihr seht, ich bin da gerade in den Optionen. Natürlich lasse ich 60 FPS, aber man kann hier bei der Testversion nicht sehr viel einstellen. Ich wollte nämlich bei Audio jetzt auch etwas die Lautstärke runter. Du besitzt ein HDR-fähiges TV-Gerät. Möchtest du HDR aktivieren? Ja, möchte ich, bitte. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eins von beiden zu testen. Ich möchte Uncharted 4, also 4, testen. Und zwar, da haben wir noch Optionen. Top. Dann gehen wir gleich mal auf Audio. Effekte. Ui, gleich leise. Auf die Hälfte mindestens. Auch der Dialog, weil wenn die dann kämpfen, dann hörst du es extrem. Ja, das würde ich so jetzt lassen. Ich denke, wir können starten. Bevor wir haben da nämlich eh nicht zu viel Zeit. Die Testversion also beinhaltet nämlich nur 2 Stunden Spielzeit. Starten wir ein neues Spiel. Wie bitte? Von der PS4? Okay, das ist nämlich die PS5-Version davon. Und in der Schwierigkeitsstufe Mittel, ganz genau. Automatisches Zielen aus. Es wäre aber gar nicht so schlecht, wenn wir das einhaben. Ich finde das nie schlecht. Es kommt darauf an, auf welches Spiel natürlich, ja. Manchmal ist es auch mies, ja. Wenn ich den einen anvisieren möchte und der visiert mir automatisch dann, ja. Richtet die Kamera automatisch in ihre Bewegungsrichtung. Für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal ein Action-Spiel spielen oder Schwierigkeiten mit der Verwendung des linken oder rechten Sticks. Nein, habe ich eigentlich keine Probleme damit. Fahrzeugkamerahilfe. Richtet die Kamera sofort in die Bewegungsrichtung beim Fahren. Für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal in einem Spiel ein Fahrzeug steuern oder Schwierigkeiten der Verwendung. Nein, nur manchmal, ich weiß nicht, ist es der Controller? Der von der PS5 sollte eigentlich noch nicht so. Der von der PS4 war schon sehr. Ja, da habe ich mir dann einen neuen besorgt, weil der linke und der rechte Stick schon sehr bedient waren. Dann gehen wir fortfahren und starten. Bin schon echt gespannt. Ein guter Spruch, muss man schon sagen. 1694. Da hatten sie schon was drauf, muss ich schon sagen. Ich kann schon beschleunigen mit R2. Halte Kurs auf die Insel! Ich halte sie auf! Welche Insel? Die da vor uns liegt? Ich dachte, oh, das ist drauf. Sie kommen! Ihre ja, Boote sind kleiner! R2 kann man rücksetzen. Ich dachte, ja. Also, ich bin in die andere Richtung. Müssen wir ausweichen. Hey, da haben wir Boote. Oh ja, das war gut. Erledigt! Aber was ist denn Steinrahmen da? Weg von dem. Ja. Gehen Sie gleich mit? So. Gemacht.
Achtung! Der nächste! Weiter so! Kann weitergehen, so, genau. Der nächste! Großes Boot! Großes Boot! Ah, das ist schon ein großes Boot, aber das ist nicht die Mitnahme. Und den Stein, glaube ich, dürfen wir da auch nicht haben. Weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dich fahren! Ja, ja, ich komme nicht. Ich bin nur auf der L2-Taste. Ich schaffe das. So schnell wie möglich. Also haben sie es getroffen? Ist das Absicht? Naja, sicher ist das Absicht. Vor der Insel. Oder? Die Insel ist nicht mehr weit. Komm, oh, verdammt! Da ist ein Boot. Achtung! Auf, auf, rauf, rauf! Komme! Okay! Hochklettern! Shit! Motor im Eimer! Was? Ich kümmere mich drum! Gib mir Deckung! Deckung! Halte L2 und... Komm schon! Automatische Teamleute oder ganz schlecht einzuschalten. Heilige Scheiße! Was? Gehst du in die Entdeckung? So. Verdammt! Es wird mehr! Zum Nachladen. Sam, was sagt der Motor? Komm bitte! Komm schon! Komm schon, geh! Es sind zwei. Okay, ich setz mich hin. Fahr, fahr! Fahr direkt zur Insel! Da ist eh nur eine Insel irgendwo. Ich kann fast nicht sehen. Ah, noch immer Boote. Voll. Weg. Nicht! Den Stein rammen! So. Ja, ich bin eh noch auf der R2-Taste. Aber ich will den Stein nicht rammen. Rechts von dir! Wo rechts? Oh Scheiße! Das ist ein Riesenboot! Hätte ich da was machen können? Nathan. Besser Boot fahren. Nathan. In der Testversion durfte ich aus einem Kinderheim ausbrechen und da ging die Geschichte schon los, hat aber doch etwas gedauert und die richtige Geschichte kommt erst danach. Somit würde ich das überspringen und wir starten. Ich verstehe nicht, warum ab hier. Weil du den Streit an. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Oh mein Gott, sind wir denn in einem Gefängnis? Da muss schon etwas mehr kommen. Acabemos con esto. Na los. Ah, ich kann schlagen. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Hab ich ihn gleich umgehauen. Und... Warte, du kriegst noch eine von mir. Und noch eine. Aber como tú sales de esto. ¿Qué tal esto? Lass mich los, Arschloch! Ademelo! Jetzt geht's dir doch nicht los, geh weg! Lucha como un hombre! Ey! Toma esto, pendejo! Vuelve ahí! Puedes hacerlo! No. Este gringo, amigo!
Vuelve ahí. Dale una paliza, amigo. Wir sind ja gleich beide K.O. Vuelve ahí. Wieder drei Schläge. Und gib ihm noch eine. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Ach, du soll... Ah, der falsche Hund. Gibst du mir? Mist. Te voy a matar, come mierda. Die Viertaste. Die Viertaste. Pendejo. Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Lass mich los. Puedes ya basta. Hacerlo. Okay. Jetzt. Boah, das ist ja echt. Und jetzt gibt's ihn. Ja, basta, Idiotas. Mátenme. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Super. Cájalo. In den Gefängnis. Du bist esperando aquí, eh? Fängt es schon mal gut an. Abre. Und wir sind schon bald über die Zeit. Ich habe nur gerade nachgeschaut. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Okay, calmate. Ein höllischer Ort, jetzt geht es richtig los. Darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Zuerst waren wir auf See, dann in ein Waisenhaus. Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota, die Treppe rauf. Also, das Spiel hat schon was prisionero, abran la reja. Und sieht wirklich alles sehr real aus, das muss man schon sagen. Ja, ich gehe schon weiter, keine Sorge, gib mir nicht noch eine. Hey, schöner Tag, nicht? Ja, na klar, ein bisschen ein Loch versauert. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Huéfense! Quietense, cabrones! Hey, tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Das Publikum. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Bist du früh genug raus? Ja, dann gehen wir mal rein. ¿Lo escuchaste? Bitte schlag mich nicht. Ui. Mirando. Nada, amigo. Nicht. Atrás. De ese encargo yo. Bien. Oh mein Gott, na. Da gehen wir aber schnell weiter, bitte. Folgen wir den Ratten. Die wissen immer, wo es rausgeht. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Da den Ratten folgen. Seid jetzt nicht da. Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Bin ich froh. Das wäre ein Loch. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig.
Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Ich sage, die Ratten wissen den Weg hinaus. Ja, schon klar. Ich folge den Ratten. Dadurch. Ein Licht. Hier durch. Okay. Da wären wir. Wow. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Also, auf geht's. Das wird jetzt was bei den Kisten. Naja, super. Sollen wir da jetzt runterrutschen, oder was? Ja, und drauf. Na bitte, Kinderspiel. Hoch. Du bist eine zweite Eloy, habe ich gesehen. Du kannst gut klettern. Das ist schon das Kind. Da wollen wir natürlich nicht rein, obwohl da... Ja, ich hab's gesehen. Eine Leiter gibt's auch. Vielleicht ist da drin was versteckt. Das sehen wir doch nicht so. Wir könnten ja mal runterklettern. Naja, ich glaube, wir lassen das mal und gehen zu den Kisten. Hier. Soll ich jetzt bewegen? Das wird was. Hier haben wir mal was, was wir brauchen. Seil. Bingo. Und weiter geht's. Das ist ganz wichtig, wenn wir dann einen Berg hochklettern wollen. Schauen wir mal, wo wir die Kiste hin tun. Da hoch, das passt schon. Vielleicht hat er uns ja noch was hinterlassen. Nur ein Seil? Also das ist aber sehr nett von ihm. Vielleicht ist da was in dem Loch. Sollen wir runterklettern? Oder da sterben wir wieder. Vielleicht. So wie wir als Kind gestorben sind, wenn wir wo runtergefallen sind. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich sehe nichts. Klettern wir. Na hey, du sollst nicht runterspringen, sondern hoch und nochmal hoch. So, jetzt L3.
Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Haha, lustig. Gute Frage. Mir. Schwingen uns. Und auf geht's. Das hätte beim ersten Mal schon geklappt, aber schwingen wir halt ein zweites Mal. Super. Das Seil brauchen wir aber, gell? Ja, das haben wir eh mitgenommen, passt. Da geht's weiter. Und? Ja, das wird aber knapp werden. Puh. Schwing nochmal. Nochmal. Na, das war Mist. Puh, es war knapp. Und können wir da hoch? Ja, passt. Und jetzt? Hoch. Ey, ich wollte schon sagen, hey, du bist wirklich eine zweite Eloy. Naja. Wo müssen wir jetzt hin? Hoch, runter? Das ist jetzt Mist. Wir werden dann nochmal hoch. Gibt es einen anderen Weg? Nein. Weil das jetzt abgebrochen ist, der Müll. Ah, da oben. Ich sehe schon. Und hoch. Geht's nicht weiter? Oder da? Ja. Geschafft. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Nun müssen wir das Seil aber jetzt schon schwingen. Das geht nicht. Das wird was. Ich hab doch eh das Seil. Es hing am Pfosten, ihr habt es ja gesehen. So, rutschen. L1. Achso, weil ich nicht geschwungen bin. Okay, dann schwingen wir. Noch ein Stückchen. Ja, top. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. So, hoch. Hoch. Nochmal hoch. Weiter. Da machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Ah, cool. Das können wir lesen. Können wir das drehen? Zurücklegen, lesen. Na, ich wollte es eigentlich... Wurscht. So, wir nehmen es nochmal raus und gehen auf Lesen. Spanische Teufel halten mich im... Prozess ist bloß eine Formalität. In Kürze werde ich gehängt. Ich gestehe dir jetzt, ich war Mitglied... Ui, das ist ein sehr langer Text. Okay, mein Kreuz dran uns entdecken. Ich bewohne die am höchsten gelegene Zelle im Gefängnis der Spanier und kann das Meer sehen. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren geruhsamen Augenblick mit dir und deiner Mutter. Mein lieber Sohn Richard. Dein dich liebender Vater. Okay. Haben wir das auch gelesen? Wo gehen wir weiter? Ich würde sagen mal hier. Da kann nichts passieren. Wow. Seht euch diesen Ausblick an. Wunderschön. Auch wenn du gerade geschlagen wurdest und noch nicht wirklich fit aussiehst. Hinweis. Klettern Sie hoch. Ah. Wir haben einen Hinweis bekommen. Das ist ja auch nett.
Da muss ich hochklettern. Sehr interessant. Na, schauen wir mal, wie wir das machen. Warte mal. Das müssen wir von da irgendwo machen. Klettern Sie hoch. Vielleicht mal. Kann ich das Seil? Einmal. Da drüber. Das geht nicht. Das geht nur, wenn es angezeigt wird. Ja, wie soll ich hochklettern? Ist das lustig? Kann ich hier nirgends hochspringen? Oh doch, hier. Ich sehe es gerade. Ich wollte mir eigentlich die Aussicht anschauen und bekomme einen Tipp. Auch nicht schlecht. Aber seht ihr, wunderschöne Aussicht. Also, ich komme vor. Ja. Nini, aufpassen. Jetzt müssen wir darüber springen. Und jump. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Also so hoch als möglich. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Ich glaube, da können wir auch hoch, ja. Eine schöne Aussicht, ja. In der höchsten Zelle haben sie ihn gehängt. Na super. Da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Warte mal, er wollte darüber was greifen. So, genau. Runter. So rüber. Oh, Mist. Nicht wieder abstürzen. Na geh. Jetzt können wir im Kreis. Kommen wir da nochmal hoch? Nein, da nicht mehr. Geh da rüber. Hoch. Jetzt sind wir wieder da, okay. Dann müssen wir andersrum. So. Dann müssen wir höher. Da kommen wir nicht hoch. Ist zu hoch. Ja, dann müssen wir hier runter. Okay. Das wird knapp. Da kommen wir rein. Schwer zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Grafik ist Ola. Wahnsinn, muss man schon sagen. Schauen wir uns zuerst mal unten um, warte mal. Aber jetzt kann ich mich da fallen lassen. Ich hab da was gesehen. Das ist eine Karte. Lesen. Ich dachte, heute Nacht wieder schließe ich den ersten Ost-Captain Averys Crew hängen. Und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinen Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm, die armseligen Piraten, warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Kapitän hören. 20. September 1696. Puh. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei, und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Na super. Ich ertrage keine weiteren Piratenflüge. Piratenlügen mehr. Also, kann man den umdrehen? Warte mal. Drehen. Also das Drehen, ihr seht, ich dachte, ich könnte den komplett. Ich kann natürlich jetzt zoomen. Vielleicht sehe ich irgendetwas. Na, okay. Zurücklegen. Schauen wir uns hier mal genau um. Was ist da? Da ist sehr dunkel. Da sehe ich nichts. Da werde ich auch nirgends hinkommen. Warte mal, da oben. War was. Hab's ja gerade gesehen.
Da, L1. Ja, so. Ja, super, das bricht auch ab. Hält mein Gewicht nicht, super. Dann klettern wir halt wieder da hoch. Ist ja nicht so schlimm. Was ist? Das wird das Gleiche sein. Ah, da ist noch was. Das probieren wir auch gleich. Da gibt es eh nichts mehr, oder? Um die Ecke. Ah, warte mal. Lass dich mal kurz. Ich möchte schauen, was da unten ist. Dass das hier noch steht. Ah, da wären wir auch raufgekommen, oder wie? Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Das ist der gleiche Brief, ja? Also da hätten wir uns gar nicht draufschwimmen müssen. Einfach die Stufen hoch. Und hoch mit dir. Jetzt müssen wir weiter. Da geht's weiter. Ach, ich doge. Springe ich gleich beim ersten Mal. So, jetzt aber. Passt. Wieder raus. Ja, das bleibt mal nah an das über. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja, sehr cool. Was machen wir jetzt? Wir haben irgendein Fenster zerstört. Vielleicht kommen wir da jetzt weiter auf der anderen Seite. Weil da komme ich nicht drüber. Das habe ich schon probiert. Runter komme ich auch nicht. Dann gehen wir mal wieder rechts. Rauf. Ah. Und jetzt? Ah, du kannst ja echt top klettern. Dass du darauf kommst, hätte ich mir nicht gedacht. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Also da kommen wir nicht drüber. Okay, dann gehen wir in die andere Richtung. Darauf. Sie ist ja gerade. In das Fenster rein. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Ja, ganz schön. Eine Sweet. Ja, gegen deine Zelle muss man schon sagen, ist das eine Sweet, ja. Da sind Zahlen. Muss eine Bedeutung haben. Ganz genau. Also merken, die Zahlen. Hast du die alle fotografiert, Screenshot gemacht? Eine 4 am Schluss. Ja, eine 1. Was ist das da vorne? Eine 5? Was ist das? Ah, das ist ja gar keine 1. Also das ist eine 5. Das sieht aus wie eine 1. Das sieht aus wie ein T. Mal schauen wir von weiter weg. Das letzte ist eine 4. Und wir werden es gleich sehen. Es sind ja nur 4. Also muss das eigentlich 1. Das müsste 2 sein. Der hat das halt schlecht gekritzelt. Es wird gar kein 5er sein, oder? Und wo ist dann der 3er? Hm, vielleicht kommt das da noch. Ah, warte mal, da oben. M ist gleich. Okay. Omega ist gleich. Ah, Omega ist dieses Zeichen da. Okay. Dann N ist dieser 1er da. Der wie ein 1er aussieht. Dann haben wir da einen Pfeil, dann haben wir da, also der hat ganz schön viel gekritzelt. Dann hat er da die Tage gezählt, wie lange er eingesperrt war. Und da geht es weiter mit den Zahlen. Kann ich da, ah, Hinweis. Habe ich mir gedacht, welches Symbol soll ich untersuchen? Dieses hier zuerst, okay. Sonne und Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen.
Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze und Skorpion. Schütze ist sehr weit hinten. Schütze ist ja schon Dezember. Skorpion kommt davor. Okay. Schauen wir mal weiter. Da ist was. Leider nein. Dann gehen wir hier weiter. Römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Nur wir suchen ein X, wir suchen die Zahl 10. Ich finde sie nur noch nicht, vielleicht sehen wir sie gleich. Ein X. Das ist 6, das ist 7, das ist... Wir brauchen ein X. Kann der kein X zeichnen? Ist da vielleicht noch was an der Wand? Warte mal, ja. Da ist es X. Römische 10. Nichts. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Genau, da müssen wir da oben. Das Skorpionzeichen. Und eine römische 2. Dann probieren wir es mit der römischen Zahl 2. Ah, so hat er die 2 gezeichnet. Sehr interessant. Das war jetzt doch das da oben. Warte mal. Wer zeichnet so eine 2? Eine römische. Und wenn nicht, ist die daneben. Der ist auch nicht. Na, da daneben. Nicht die! Zwei. Daneben, ja. Ah, nein. Das war doch so ein Zeichen, hab oder? Habe ich was auf dem Brief übersehen? Dann pack ihn nochmal aus. Mal L3. Schütze. Römische 10. Genau, römische 10. Skorpion. Pack den nochmal aus. Römische 10. Den Pfeil. Warte mal. Da ist der Pfeil. Römische 10. Da müssen wir mal... Das ist aber eine 3. Aber da zeigt es hin. Der Pfeil. Schauen wir mal, da zeigt der Pfeil hin. X und II. Ja, eigentlich eh logisch. Zusammenzählen. Und der Pfeil zeigt genau dahin. Wie auf dem Brief. Also ich finde das interessant. Gefällt mir. Das Spiel. Gibt es ja schon länger, seit Anfang des Jahres, glaube ich. Also länger ist ja noch nicht so lange.
Hat aber was. Ich mag so Spiele, wo man nachdenken muss. Und dann noch klettern und... Das muss es sein. Ja, wo alles dabei ist. Dann mal zurück. Haben wir was gefunden? Das ist ja schon mal was. Mein erster Erfolg in dem Spiel und wir sind jetzt schon bei 41 Minuten. Machen wir dann Teil 2 und dann bin ich am Überlegen, soll ich mir das Spiel holen oder nicht. Ich werde noch die Testversion komplett testen, die ganzen 2 Stunden natürlich, und bin gespannt, was noch so dabei rauskommt. Ja, da wäre ich fast gestürzt. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Alles Liebe und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Eventuell beim nächsten Mal. Da geht's abwärts. Tschüss.